اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern, zu einer neuen Ausgabe. Diesmal mit einem Bruder aus Kosovo. Mashallah. Also diesmal ein Bruder aus Kosovo. Kosovo, Entschuldigung. Bruder, wie ist dein Name? Mein Name ist Bekim. Bekim, khair, inshallah, mashallah. Du bist aus dem Kosovo, und was mich interessieren würde ist, und was auch die Zuschauer interessieren würde, ja, wie war das bei dir? Also du bist ja auch, Alhamdulillah, bist du Schia geworden, aber uns interessiert, warum das so war. Also kannst du mal ein bisschen so von deinem Leben kurz ein bisschen so anschneiden, ein paar wichtige Punkte erzählen, warum das so geworden ist, lieber Bruder? Ja, also wie du auch schon gesagt hast, war ich vorher nicht Schia. Ich bin in einer sunnitischen Umgebung aufgewachsen. Geprägt und hat mit den Türken, Osmanen und allem sowas zu tun. Die haben dann ihren hanefitischen Islam hergebracht, importiert in unsere Heimat, meine Heimat meine ich. Und dann, ich denke mal, wenn ich in meiner Heimat geblieben wäre, hätte ich es schwieriger gehabt, weil dort kaum schiitische Aktivitäten gibt. Ein paar Derwische gibt es, aber die haben mit den schiitischen Islam, den ich kenne, nichts zu tun. Also nur sehr eingeschränkt. Also. Und bin ich nach Deutschland gekommen. Hier die erste. Entschuldigung, dass ich nachfrage. Du bist nach Deutschland gekommen. Wie lange ist das jetzt ungefähr her? Das ist so bald 30 Jahre her. Oh, mach schon. Okay, alles klar. Als kleines Kind, Vorschulleiter. Und die ersten 20 Jahre. Auch mein Papa hat uns immer zu Moscheen gebracht. Erst war es eine türkische Moschee und dann haben wir Koran gelernt, das was man lernt in den sunnitischen Moscheen. Und Koran gelernt, ein paar, obwohl Türkisch habe ich ja nicht verstanden, aber Koran ging trotzdem noch. Und später sind wir umgezogen und da gab es dann auch eine albanische Moschee in der Nähe. Und dort habe ich dann mehr als nur den Koran gelernt. Nur das, was die Sunniten halt lernen. Ein Islam, wie soll ich ihn beschreiben? Ein Islam, der die Herzen nicht erwärmt. Also, Entschuldigung, du hast gesagt, du hast in der albanischen Moschee, bist du da ein bisschen tiefer gegangen in die Religion, hast aber letztendlich ein Islam gelernt, der aber dein Herz nicht so richtig erwärmt hat. Wie meinst du das, lieber Bruder? Was meinst du damit genau? Das ist so, im Kleinkind kann man erzählen, was man will. Irgendwann ab dem Pubertätsalter oder vorher fängt man an nachzudenken über die Welt, über die Umgebung um sich, über seine Umwelt, in der man aufwächst und über die gesamte Erde, Menschheit. Und das war die Phase, wo ich dann natürlich gelernt habe, dieses, jenes. Das, was sie so nicht lernen, die vier Rechtgelehrten nach den Propheten. Und dann kommt die große Lücke und dann 1924, da wurde das Kalifat abgeschafft. So, und jetzt sind wir seit 1924 ohne Kalifat. Ja, aber das hat mir schon, bevor ich zu Schiiten Kontakt hatte, hatte ich damit schon ein Problem. Weil in diesem Denkalter, wo man über die Welt nachdenkt, da hatte ich schon ein Problem damit. Und wie wenn Allah ein Dua annimmt, habe ich dann Kontakt zu Schiiten gefunden. Diese Schiiten, lieber Bruder, aus welchem Land kamen die? Also wie hast du die kennengelernt? Das war ein Tag, an dem Bruder Yavuz, vielleicht kennen den einige, in unsere albanische Moschee so zu Besuch gekommen ist. Und dann, das war der erste Kontakt zu einem schiitischen Bruder Yavuz. Dr. Yavuz ist aus der Türkei von der Herkunft, lebt hier. Ist selber konvertiert, ne? Ja. Er ist selber von dem sunnitischen Hintergrund zu schiitischen. Und der hat mich dann zu einer dieser Veranstaltungen, die sie gemacht haben, damals monatlich eingeladen. Da bin ich hingegangen, weil ich war in dem Sinne unvorbelastet. Also ich hatte keine Ahnung von Schia und Sunni. Dieses Thema war eigentlich nicht so, weil die Gemeinde, wo ich da waren die Salafiten noch unpräsent sozusagen. Dadurch waren
dieses Schia-Thema nicht so groß wird. Und ja, das war mein erster Kontakt zu schiitischem Islam. Und dann hat sich das sehr langsam aufgebaut, bei mir zumindest sehr langsam aufgebaut. Und ja, eine Phase, ich hatte jahrelang eine Phase, wo ich sagte, ja, ich bin kein Sunni, ich bin kein Schia, ich bin einfach nur Muslim. Nur Muslim, nichts mehr und nichts weniger. Das war, ja, hat ein paar Jahre gedauert. Also die Sympathie war schon geschaffen und schon existent durch das Wissen, was ich dann angeeignet hatte, oder was ich gehört und gelernt hatte. Ja, irgendwann habe ich geheiratet und ja, das war dann, also nach der Heirat, etwas, wo meine Frau sunnitisch mir etwas erzählt hat, was sie aber nicht gewusst hat. Sie hat es mir unbewusst erzählt. Und wie sie, was hat sie erzählt? Wie sie, ich sag mal so, ich formuliere es mal so, wie sie unter einem Muawiya in Kosovo gelitten hat. Und ein Jesid oder Muawiya, wie du auch siehst, also ein kleiner Muawiya sozusagen. Und vorher kannte ich ja das, die Parole, jeder Ort ist Kabbalah, jeder Ort, jede Zeit ist Ashura. Das war erstmal damals nur eine Parole, natürlich, die Hintergründe ist klar. Aber dann, wo ich das hörte, dachte ich, aha, das stimmt. Auch in Kosovo gibt es einen Kabbalah und auch in Kosovo gibt es eine Ashura. Da gab es auch eine große Unterdrückung in der Zeit. Also, was heißt groß? Es ist ja innerhalb des Rahmens, wo dieser Unterdrücker aktiv werden konnte. Und ich sag mal so, wenn dieser Unterdrücker, der unter dem meine Frau gelitten hat, also Leiden, die sie auch ihrer eigenen Familie nicht erzählen wollte, weil die hatten sie ja in eine islamische Madrasa in guten Glauben geschickt, dass dort Islam gelehrt wird und nicht was anderes. Aber hat sich anders herausgestellt. Und da, ja, wie gesagt, sie hat es nicht bewusst gemacht, aber es ist dabei rausgekommen, dass ich dann dachte, ja, es ist unausweichlich. Dann war der Schritt halt zu einem überzeugten Schier. Alhamdulillah. Das heißt, wenn ich das mal so formulieren kann, wie ich das verstanden habe, das heißt, auch nachdem, dass deine Ehefrau dir das erzählt hat, mit diesem ganzen, dass halt diese Unterdrückung geherrscht hat und dass dir das alles ja auf einmal dann klar geworden ist, ja, weil du ja auch diese Unterdrückung und auch das ja schon kanntest aus der islamischen Zeit und dass das immer wieder präsent ist, hattest du dann gesehen, wenn es einen Unterdrücker gibt, dann gibt es auch die Unterdrückten und du willst auf der Seite der Unterdrückten sein, nicht auf der Seite der Unterdrücker. Das heißt, du willst auf der Seite des Rechts sein. Kann man das so sagen ungefähr? Ja, richtig. Und was interessant ist, wie manche Menschen die Unterdrückung ertragen und nichts daraus lernen. Aber so sind die Kinder von Adam al-Islam. Sie, ja, sind so, wie sie sind. Müssen wir so nehmen, wie sie sind. MashaAllah, also ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ich danke dir. Die Kinder von Adam, man muss sie so nehmen, wie sie sind. Natürlich, wir versuchen das Beste, wir wollen sie nicht so nehmen, wie sie sind, aber manche sind leider unbelehrbar. Das ist einfach so. Lieber Bruder, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wirklich ein sehr schönes Interview. Das hat mich selbst auch zum Nachdenken gebracht. Also so, das habe ich noch nie gehört, was du erzählt hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie und ich wünsche dein Herkunftsland alles, alles, alles Gute. Und in dem Sinne möchte ich mich erstmal von dir verabschieden und von euch verabschiede ich mich auch und wünsche euch alles Gute und inshallah bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.